Ja, dann lass mal Haftbomben auf den. Wo sind sie? Da, warte mal. Ich gehe dir eben hinten an den Rucksack. Ping, ping, ja, blub, blub, ich guck sofort, alles gut. Was ist das? Stun Gun. Da, 9 mm. Oh, da habe ich. Ah, ne, das sind wirklich. Ah, okay, der teilt das wirklich in einzelne Schüsse auf, okay. Also, ich mir jeden Schuss einzeln gegeben, dankeschön. Ja, muss ich, weil ich kann den nicht zusammengeben. Gut, 5 Schuss immerhin. Ja. Blub, blub, das mittlere. Ich gut. Nämlich mein Zwilling habe ich dazu beauftragt, nebenbei Festplatten zu erforschen. Okay. Und die schicken jetzt immer mal wieder Screenshots, wenn es soweit ist, und dann bewerte ich die Rezepte und sag, welches sie auswählen sollen. So. Das ist richtig. Ich meinte, dass du mich anpingen sollst. Hast du ja auch sehr gut gemacht. So, wo ist das hässliche Ding? Kann ich Schau den eigentlich grad. Schon anzünden, ohne dass er mir in der Hand explodiert? Ich glaube ja. Ah, ich mach's einfach mal. Wenn, dann jage ich uns einfach beide hoch. Warum? Rusty, warum bist du so ein Masochist? Dankeschön. Guck mal, da hinten kommt er angelaufen. Er wird sehr flink. Ich kann wieder neu anzünden. Der hat gesessen. Das ist noch ein zweiter von denen. Oh, ich habe mich selbst angezündet. Und er hat mich gegessen. Ich respawn dann einfach mal. So, ich habe 5 Schuss verballert, das war's. Ich flitze mal schnell nach hinten. Bambi, falsch rum immer noch? Was? Was für falsch rum? So, einer weniger. Ja. Ich bin auf dem Weg in deine Richtung wieder. Ich habe noch eine Handgranate, also bleib hinter mir, wenn es geht. Ja. Ja, ich schmeiß einfach mal meine Mollys so, vielleicht, dass ich diesmal nicht mich damit anzünde. Weil vielleicht kann ich den anderen auch gleich wegsprengen. Dann haben wir die zwei wenigstens schon mal von der Backe. Ja, ich habe gar keine Rüstung mehr. Deswegen habe ich vorhin keinen Schaden bekommen. Ja, diese Mutantenhaut ist eine sehr gute Rüstung auf jeden Fall. Ja, also ich habe echt die ganze Zeit keinen Schaden bekommen. Aber es ist schön, was die hier für Musik hören, ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der andere einfach gleich von hinten irgendwie angeflogen kommt oder so. Stay out. Ein Mann in einem Würfel. Höhlenmalerei. Ich glaube, also. Ah, aha, stimmt. Das Ding ist, hier an dem steht der Stay Out, ne? Mhm. Ich habe so ein Gefühl, dass die hier dieses Englisch nicht so können. Und das Stay Out bei denen heißt, kommt rein. Das kann sein. Guck mal, hier ist das Zeug, was sie gesucht haben, dieses komische. Gold? Irgendwas fiebt da hinten. Aber warum? Warum? Es ist der Doppelte! Hä? Ja, schnapp ihn, nicht mich! Er ist viel schmackhafter! Aber ich schmeiß da mal eine Granate zu denen hin. Ja. Ich glaube, es ist hin. Ja? Es sah so aus, als wäre es eingegangen. Oh ja. Das ist so zusammengewachsener. Was ist das denn? Das
VIP-Armor. Voll blöd, dass ich... So Mutantenhaut, das ist ja noch was anderes. Dass ich die Dings nicht ausnehmen kann, wenn du die ausgenommen hast. Ey, hier, guck mal, der hat was gedroppt. Ein Golfball. Hau den mal. Beziehungsweise, der dürfte vielleicht bei dir schon auf dem Boden liegen. Der hat bei mir gedroppt eine Schnapsflasche. Auch schön. Ah, dann ist es random. Okay. Und der droppt eine Uhr. Noch mal hauen und der droppt noch was? Nee. Gib mir das Zeug. Hallo. Sir, geben Sie mir Zeug. Der hat Kleingeld. Noch ein Golfball. Warte, hier ist noch einer. Und noch ein Golfball. Irgendwie geben die mir alle nur Golfbälle. Warum ist dem so? Vielleicht sind das begeisterte Golfspieler gewesen. Warte mal, ich könnte mal eben... Babys. Genau, das ist ein Molotov. Habe ich noch irgendwas zum... Natürlich nicht. Ein Schildkrötenkopf habe ich, wow. So. Equip. Also da vorne sind Babys. Ja, dann... Ich würde mal... Den Molotow weg, weil komm, ich würde mal eine Granate reinschmeißen, sind alle schön auf einem Haufen. Achso, ja. So, hier, Spielzeug. Ja. Viel Spaß damit. Ja, guck mal. Das war, glaube ich, sehr effektiv. Das fand die, glaube ich, lustig. Paddy setzt Handgranate ein. Ah, der hat mir eine Lampe gegeben. Da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Lebt er noch? Mich hat irgendwas angegriffen. Ja, das war das war ein Baby bestimmt. Die springen gerne. Da ist es. Ah. Hässlich bist du. Oh, ab, ey. Und die quieken immer so schön jämmerlich. Ah, der hat mir 10 Dollar gegeben. Fett von dem. Der hat mir ein bisschen Kleingeld gegeben. Baby ist gleich Aliens. Ja. Ja, Babys sind gleich Aliens. Also, ich dachte, das ist allgemein bekannt. Ja. So erziehst du also. Interessant. Die sind klein und runzlig, wenn die rauskommen. Die sehen aus wie kleine, runzlige Gartenzwerge. Die zappeln. Und schreien. Ja. Ich höre irgendwas. Also wenn sich hier diese Höhle nicht lohnt, ne, dann wäre ich sehr enttäuscht. Ich höre irgendwas. Ich nicht. Ich drehe meine Musik lauter. Dann höre ich das Problem auch nicht. Du siehst es dann auf dich zuflitzen. Ups, das war ich. Das ist einfach wie mit, wenn das Auto komische Geräusche macht. Radio lauter drehen. Bisschen Panzertape über das blinkende Licht, was da vorne drin ist, und weiterfahren. Dann hat sich das Problem gelöst, ne? Aua! Was hast du? Steh doch nicht im Weg. Ich mach doch extra die Kiste auf. Was soll ich denn machen? So, warte. Ich muss hier erst mal rübergehen. Dreckige Fledermäuse. Da sind wieder zwei Schnelle. Ja, warte, ich gehe. Ah, ne, hier ist nur Licht. Wie es scheint, ja. Ey! Nicht gut. Ich würde dich... Ne. Der war zu schnell. Ja, ich habe eventuell aus Reflex direkt gespawnt. Ja, es ist blöd, also, wenn wir nichts zum Hochheilen dabei haben, dann haben wir da wenig Chancen, den anderen hochzuziehen. Es sind ja doch irgendwie nur so ein, zwei Schläge, bis wir liegen.
bin 2 sehr optimistisch geschätzt. So. Gut ist, der respawnt ja nichts, ne? Wenn wir das einmal gelegt haben, dann ist er da auch weg, ne? Ja. Also ich habe schwersten Durst, bin müde und. Ich kann dir Essen und Trinken geben. Ja, ich habe selbst oder sowas, so ist nicht, aber ich muss es halt einfach mal trinken und essen. Ja, mach das. Dann hast du auf jeden Fall mehr Energie und kannst wenigstens besser kämpfen. Ja. So. Jetzt habe ich auch meine Schlafprobleme gelöst, indem ich einfach 2 Dosen Energy auf X runtergeballert habe. Ja, das handhabe ich allgemein so, auch privat. Ist ich weiß. Sehr gesund. Ich habe seit 5 Tagen nicht mehr geschlafen. Okay, da gibt keinen neuen Loot. Das wäre auch komisch. Das würde sonst heißen auch, dass die Gegner respawnen. Da hätte ich wenig Lux drauf. Ich glaube, die respawnen, wenn du später nochmal in die Höhle gehst. Also, was wir ja eigentlich nicht machen müssen. Also wir müssen ja eigentlich immer nur den... Ich bin happy, wenn wir uns jede Höhle nur einmal angucken. Den Loot hier rausholen und... Beziehungsweise, je weniger wir uns angucken, desto happier bin ich. Nur hier ist noch scheiß Nebel, ey. Oh. Ey, mein Herz. Also die sind, glaube ich, noch beide da, ne? Ja, ja. Das ist halt erst irgendwo ab, wenn wir jetzt hier links abbiegen. Und da rechts ist Licht. Ja, da habe ich gerade eben geguckt. Da ist nichts. Da ist nur Licht. Das meinte ich mit. Ich wollte nochmal eben hier rechts bei dem Licht gucken. Da ist einer. Ja. So, der ist hin. Der andere. Da, links, links, links. Ne, das ist ein Finger, Viech. Jetzt springe ich da mal weg. Ah. Aua. Hä? Das ist doch kein Fingerviech. Ja, aber da ist ein Fingerviech noch. Hinter dem. Achso, ah ja, da habe ich einen Schatten gesehen. rennt. Melboy rennt. Inventory. Oh, Molotov, Gepär. Jo, das ging, ja, ich wollte gerade die Waffe ausrüsten. Ich höre dich noch kämpfen. Ich habe den Molotov 6 Kilometer weiter weggeschmissen. Ich spawn schnell neu und komm wieder. Ja, ja. Das ist smarter. Häng nicht fest. Ich habe versucht, da in so eine Ecke zu rennen, dass er da nicht an mich drankommt, dass ich ihn von Haus vielleicht wieder pieksen kann, aber... Nö, der ist da voll reingerannt. Spring! Das Ding ist, ich habe keinen Fingertypen, ich habe nur einen Dummen hier. Ich rüste mal den Taser aus, vielleicht kann ich den dann tasern und dann kannst du draufschlagen oder so. Ja, beziehungsweise dem erstmal Molotov in Gesicht werfen. Ja, vielleicht sah wenigstens dann... Komm dir mal entgegen. Erstmal. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt gleich hier diesen gesichtslosen Dummen da hinter mir hab. Ah, siehst du, da ist er. Ja, aber das ist nicht der Finger, das ist nur der Gesichtslose. Ich wollte jetzt nicht mal Molotov da drauf schmeißen. Er ist getasert. Na, dann schmeißt du drauf. Der ist doch tot, oder? Nee, der atmet noch. Hammer. Und dann piekst du mal eben. Jetzt ist er hin. So. Gut, dann guck mal, wo das Fingervieh ist und den taser ich dann auch. Ja, taser den mal und ich schmeiß dann einfach alles an Mollys drauf, was ich habe.
Siehst du, funktioniert doch gut. Zu zweit geht das schon ganz gut so. Allein ist das echt ein bisschen stressiger. Oh, Quatsch, bestimmt nicht. Ah, ich habe hier ganz schön lange gesessen. Da bist du wahrscheinlich, wenn du den getasert hast, dann bist du so lange mit Inventar-Switchen beschäftigt, dass du dem einmal eine hauen kannst, bevor der wieder frei ist, ne? Du kannst auch, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, I gedrückt halten. Und dann kannst du, hast du deinen Rucksack in der Hand. Und da kannst du da auch was auswählen. Ich finde das nur immer sehr unübersichtlich. Ja. Bestätige. Also es ist wohl die schnelle Variante, aber ich finde es halt unübersichtlich. So, da hinten haben wir noch einen Gesichtslosen. Ja. Warte mal, dann rüste ich mal eben. So, der ist getasert. Pieks, pieks. So, der ist hin. Warte, ich probiere mal eben. Wenn ich. Habe ich nicht die. Ach, ich habe die Machete noch gar nicht, die wir hatten. Na gut, dann bleibe ich beim Speer. Dann bleibe ich beim Speer. So. Das ist noch gesichtsloser. Ja. Aber der Fingerriegel läuft hier auch noch rum, ne? Ja, aber ich weiß noch nicht wo. Das ist das Problem. Na, warte, komm mal zurück. Der rennt ja jetzt gleich auch zu, der Typ. Nee, der irrt da ein bisschen blind rum. Der lebt immer noch. Oder? Nein, der lebt nicht. Ah, der, weil er auch geatmet hat bei mir. So. Renn ich mal eben hier rum, so in der Höhle, bitte. Wo ist der Fingerriegel? Da vorne. Und noch ein Gesichtsloser. Ach, wie viele sind denn hier? Das ist eine volle Höhle, was denkst du denn? Auf Weg. Wir laufen mal Richtung Licht hoch einfach. Vielleicht können wir die auch einfach ein bisschen umgehen. Ja, das stimmt. Das ist nee, da ist noch so ein Gesichtsloser. Noch ein Fingerriger. Ja, ich kann sagen, der hat da richtig hingekotzt gerade. Ich hab voll daneben geschossen. Shit. Alles gut. Ich hab im Gesichtslosen mal eine reingedrückt. Der rennt. Der Gesichtslose? Ich laufe einfach mal weiter. Ja, genau. Einfach mal vorbeilaufen. Ich guck gerade hinter uns. Ich sehe nichts, was uns nachrennt. Also der Gesichtslose wird wahrscheinlich gleich nachrennen, aber... Die Schaufel wäre nicht schlecht. Wenn wir die Schaufel hätten, wäre echt super. Das wäre Jackpot. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt. Was Tolles in dem Grab? Ja, eine Shotgun. Oh Gott, Babys. Wenn mir das echt noch einen Schlag mitgegeben hat, da drin. Irgendwas hat ein Geräusch gemacht. Hallo? Jemand da? Nein. Hier, gib mal dein Geld. Danke. 14 Dollar. Alter, das hat sich richtig gelohnt. So macht der Herr sein Geld. Der hat ein Energy dabei. Ey, die haben voll viele gute Sachen dabei. Ich stell mir das vor, du läufst so durch deine Heimatstadt da mit einem Stock in der Hand und piekst Leute, bis Geld rausfällt. Ein Golfball, zwei Golfbälle.
Und der hat nichts gedroppt. Unglaublich. Einziges Stück Scheiße, ey. Das geht aber auch weit rein hier, ne? Ist echt so. Kommen wir gleich auf der anderen Seite der Map raus, oder? Ich habe auch das Gefühl. Ja, jetzt, haben wir hier eine Gabelung. Ja, lass uns das erstmal einmal hochgehen, weil ich habe das Gefühl, da kommt gleich einfach ein Ausgang, oder nicht? Also hier es geht gerade die ganze Zeit hoch, weil... Hier oben ist Licht. Ich habe Munition gefunden. Hoppala. Ja. Hier ist das nichts, ne? Kannst nicht aufboxen. Hier durch. Nee. Ich muss mal kurz meine Taschenlampe aufladen. Wo habe ich denn meine Batterien alle? Sind die alle? Oh, hinter geht's echt tief runter. Ich habe keine Batterien mehr. Warte mal. Ich glaube, das kann ich ändern. Da. Batterie, Batterie. Da bist du, ja. Das ist nochmal zwei Batterien. Okay. Dankeschön. So, ansonsten war hier nichts, ne? Ne. Will hier nichts übersehen. Die Kiste mit der Munition. Okay. Oh, warte. Ich kann doch den bestimmt anpieksen. Da kommt noch Geld raus. Ja, ne, bei dem leider nicht. Der schuldet mir noch 5 Euro. Boah, frech. Und für mich auch noch. Also mindestens 10, dann kommen noch ein paar Zinsen drauf. Also alles unter 15 wird nicht akzeptiert. Ja, lecker. Hier wird's ein wenig schleimig. Da haben wir wieder Babys. Dann schnapp ich mir mal wieder meinen Speer hier. Ich hasse es, wenn man nach unten guckt, schlägt er so 4 Meter vor ein, ne? Ich höre einen. Was? Einen Finger. Ja, da steht auch einer. Ja. Aber der kommt hier nicht rein, wie es aussieht. Ja, warte mal, dann stun den mal, dass ja. Der nicht hauen kann. Hab ich den getroffen? Nee, das scheint mir nicht so. Oder? Jetzt. Ja, geh weg. Vorsicht. Der ist aber schnell raus. Hab ich wieder. Okay, also wieder. Jetzt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Vorsicht. Aua. Kann man Tesen mit respawnen, bitte? Wo bist du? Ich bin irgendwo direkt vor dir. Ich wusste, dass er schlägt. Warum bist du denn durchgegangen, ohne was zu sagen? Ich dachte, du bist hinter mir und verteilst das Ding jetzt gleich. Ja, da ist er wieder. Ja. Ist er hin? Ja, ja. Oh, perfekt. Boah, aber die Animation war auch echt nicht schön gerade. Jetzt geht's wieder links hoch und rechts runter.
Wieder hoch erst. Ja, gut. Du bist jetzt schon angelaufen da. Oh, hallo. Na? Stopp, ist das hier ein... Hier ist ein Laptop. Da. Circuit Boards. Ja, und das war es hier auch wieder. Nein, ich muss den Laptop noch. So. Dann, was habe ich denn hier noch? Okay. Und Baby Center. Ich hab's Baby, glaube ich, getötet. Lass ihn mal zu uns kommen. Der läuft gegen die Wand. Ja, warte, bevor du. Da ist er. Ja, ja. Hä? Du hast ihn nicht angezündet. Oh, ich bin so blöd. Oh, sehr schön. Das war eher Reflex. Alles gut. War trotzdem schön. Das war zu viel. Oh, shit. Bist du wiederbelebt? Danke. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Mhm. Der dürfte eigentlich so ziemlich tot sein, eigentlich, oder nicht? Jetzt? Ja. Ich muss mal sagen, der hat durch den. Durch das Feuer so viel Schaden gefressen, eigentlich. Junge. Hab ich. Nein, ich kann keine mehr craften. Scheiße. Was? Mollys? Ja. Aber ich. Warte mal, kann ich dir die geben? Vielleicht. Stimmt. Warte mal. Ich gucke mal. Muss irgendwie. Krieg ich dieses. Irgendwie von hinten musst du an meinen Rucksack, meine ich. Nee, ich muss dich eigentlich nur angucken. Warte, bleib stehen. So. Ich kann dir. Ich könnte dir einen leckeren Fuß anbieten. Pfeile, Munition. Was sind das? Wodkaflaschen kann ich dir geben und Tücher. Also, du kannst dann craften. Ich weiß nicht, ob du, du schiebst mich jedes Mal nach hinten. Jetzt müsst ihr mal gucken. Wenn noch irgendwas fehlt, dann muss ich sagen. Ja, ich craft erstmal eine Runde. Und dann komme ich auf so 6 Mollys oder so. Brauchen wir mehr Tücher. Ja, es sind schon mal 6 Mollys. So, ich nehme mal den Molly dann in der Hand. Okay. Ich drehe mich einfach um und da kriecht jemand an meinem Hintern. Ja. Also, Lebt das Baby noch? Nee, das habe ich vorhin einmal gepiekst. Das dreht sich bei mir so schön in der Luft. Mit dem Fingertyp. Babys. Ja, warte, da muss ich ihn umrüsten. Ich auch. Erste.